love. Nice, follow me around, meine Lieben. Und zwar steht hinter uns der Tannenbaum. Den müssen wir jetzt abschmücken, ne Schatz? Komm, hilfst du mir? Ja. Da ist mein Lissandro. Und der Luki, der kommt jetzt auch gleich. Der ist von der Schule gekommen, der hat jetzt zu Mittag gegessen. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, den Baum abzuschmücken. Ja. Aber eigentlich wollte ich ihn noch ein bisschen stehen lassen. Oder? Ja. Irgendwann muss er ja weg. Ja, du hast recht. Mist. Lass ihn uns stehen lassen bis nächstes Jahr. Ich glaube, da beschwert sich der Papa. Vor allen Dingen, der hängt schon total die Flügel. Schaut mal unseren Engel an. Lustig, oder? Der ist schon nach unten. Also, wir legen jetzt los und ich nehme euch wieder mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Follow Me Around und los geht's. Guck mal, wie der hängt. Wo sind der Lissandro hin? Der rüber. Wollt Lassie? Ah, er kommt. Seht ihr mich überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ihr mich seht. Da ist mein Lassie. So. Und ein paar Geschenke haben wir auch noch unter dem Baum gelassen, ne, Luki? Ja. Weil manche Sachen sind noch für Freundinnen, die habe ich noch nicht gesehen. Aber das meiste gehört uns. Ne? Ja. So. Legst das dann alles schön ordentlich da rein und ich lege das dann so drauf. Ja. Na, damit wir nicht kaputt kriegen. Ja, also bis der Leslie kommt, sind wir fertig. Ja. Oh, was ist das? Der Postbote. Warte mal, die packe ich separat ein. Ich habe Angst, dass die kaputt geht. Lassie, machst du die Tür auf? Schön, ne? Das müssen wir noch essen. Nicht mal da. Das ist voll unser Baum. Wollen wir den dann wieder verbrennen? Wir haben oben eine Feuerstelle. Das haben meine Kinder irgendwann mal sich konstruiert mit Steinen so außenrum. Und jedes Jahr wird dann da oben der Tannenbaum verbrannt. Und das zelebrieren die, ne? Da kommen dann auch Freunde. Gut, ich meine, ich habe eh immer Besucherkinder da, ne? Am Donnerstag, da waren ja noch Ferien, da haben vom Max 3 Freunde bei uns geschlafen und vom Luki 1 Freund. Also 4 Besucherkinder hatte ich hier. Und 4 eigene. Lassie, kommst du? Ja. Hast du auch gemacht? Ja. Wer war's? Luki. Ah, okay. Gib mir die. So, seht ihr? Und jetzt ist wieder ein Besucherkind da. Versteckt sich da hinten. Gabriel? Ja. Ja, so ist es mit unserem Tannenbaum. Aber ich mache dann wieder alles schön sauber. Sollen wir das Sofa dann auch wieder hier hinstellen? Oder soll es erstmal so bleiben? Ich würde es eigentlich wieder umstellen. Ja? Ja. Da muss der Max mir dann aber helfen. Oder der Papa. Der Papa freut sich, wenn er heimkommt. Heute Abend. Und da ist der Max. Max? Ja. Da ist ein Max vorbeigelaufen. Ihr habt übrigens ganz tolle Ideen gehabt, was ich mit Max drehen könnte. Luki, nimmst du mal das Reinschmeißen? Hallo. Luki, und zwar werde ich auf jeden Fall mit Max kochen. Der Max kann nämlich richtig gut kochen. Warte mal, ich gehe das mal so hin. So. Also der Max kann auf jeden Fall richtig gut kochen. Und dann kam ein Vorschlag, den fand ich richtig toll. Und zwar so als Vergleich, als ich Teenager war und jetzt zu Max, sein Teenager-Dasein. Ne? So zum Beispiel Führerschein, erste Party und so. Fand ich richtig gut den Vorschlag. Und das werde ich bestimmt mit Max abdrehen. Jetzt versteckt er sich. Max, ist in die Küche. Also falls ihr Videowünsche habt mit Max, lasst es mich gerne wissen. Hier ist übrigens das Geschenk von Max. Da hat er richtig, was richtig Tolles für mich besorgt, und zwar einen Schlüsselfinder. Ja, ich suche nämlich ständig meinen Schlüssel. Und zwar müsst ihr euch davon einen Schlüssel machen und dann habt ihr hier eben dieses Teil, wie so eine Station, und dann könnt ihr euren Schlüssel anpiepen. Ja, das habe ich von meiner liebsten Lieblingssteffi bekommen. Oh, da habe ich mich total gefreut. Das zeige ich euch gleich mal, was da drin ist. Und hier, das hat Alessandro gebastelt in der Schule. Für meinen Papa, total süß. Habe ich euch auch ein Bild auf Instagram gepostet. Und was haben wir denn noch, was ich euch zeigen könnte?
ich glaube, den Rest kennt ihr eigentlich auch. Jessi, hast du hinten alle Kugeln schon weg? Nee, hier sind noch... Oh, hier ist eine kaputt gegangen. Oh, ja, das war wahrscheinlich die Bella. Die Bella geht nämlich immer da hinten so durch und dann da ans Fenster, weil sie schaut, ob der Postbote kommt. Ja, hier habe ich noch was Tolles und zwar von Cloud9. Mega. Mega dieses Paket und zwar ist da ein Glätteisen drin. Ich habe ja schon eins von Cloud9 und ich liebe es. Ich finde Cloud9 macht die besten, wirklich die besten Glätteisen. Da war auch so eine Bürste dabei. Die habe ich in meinem Style & Shop Video auch gezeigt. Und hier dann nochmal so eine Aufbewahrung und hier ist eben das Glätteisen und hier zwei so spannend. Das habe ich noch gar nicht aufgemacht. Da ist mein Besteck drin, ist von Nulex. Hey, da ist der Max. Max, Schatz, komm mal her. Kannst du direkt mal dann helfen, den Baum raustragen? Max! Das ist befestigt. Wer will denn der Max? Wir machen hier mal weiter und dann hole ich euch nochmal dazu. Ihr wollt ja immer sehen, was ich zu essen vorbereite. Und zwar gibt es jetzt was ganz, ganz Schnelles, weil mein Mann nur ganz kurz Mittagspause hat. Und zwar habe ich hier diese Rösti-Ecken, Raclette und Speck. Hier sind schon meine Rösti-Ecken drin. Das habe ich bei der lieben Ella gesehen auf Snapchat und habe das nachgemacht. Und seitdem mache ich das immer wieder. Ihren Account kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Richtig cool, was sie so zaubert. Mein Salat habe ich jetzt auch schon gewaschen. Den mache ich jetzt noch soweit fertig. Und ich zeige euch dann auch gleich das Ergebnis. So, den Speck habe ich jetzt rein. Ich verwende übrigens super gerne Backpapier, ne? Klar, den muss man trotzdem dann nochmal abwischen, den Mulex, aber so wird er nicht ganz so schmutzig. So, jetzt warten wir kurz und dann machen wir weiter. Der Speck ist jetzt fast fertig. Ich werde hier erstmal ein frisches Backpapier drauf machen. Das ist mir nämlich zu viel Fett. Und dann werde ich den Speck nochmal drauflegen. Mein Salat habe ich jetzt soweit auch fertig gemacht. Da ist Avocado mit drinnen, Tomaten, Peperoni und mein Dressing. Und ich hole euch gleich nochmal dazu. So, also ich habe jetzt hier mein Rösti, habe Speck drauf, jetzt gebe ich den Käse drauf und dann kommt noch ein Rösti oben drauf. So und so. Und dann kommt der Deckel wieder drauf. Dann sieht es so aus. Lecker! So, jetzt schauen wir mal. Yep, ist fertig. Kann ich jetzt direkt das nächste machen. Lege ich jetzt wieder Speck drauf und den Käse und das mache ich jetzt auf die Teller. Und das ist jetzt unser fertiges Essen. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier mit Avocado im Salat und Tomaten. Und wir lassen es uns jetzt schmecken und für die Kinder habe ich schon Tomatensauce aufgesetzt. Die mögen das nämlich nicht. Also, bis später. Für die Kinder gibt es Nudeln mit Tomatensauce. Tomatensauce von der Oma. Die habe ich ja heute früh aufgesetzt, die Tomatensauce und ganz viel Parmesan. Und der Lissandro lässt sich das jetzt schmecken. Der Lessi hat jetzt zum Mittag gegessen. Ich habe euch ja gezeigt, was es gab und jetzt backen wir was. Das hat er sich nämlich gewünscht. Und ihr wolltet hier auf YouTube auch sehen, wie die Muffins mit Nutella-Kern gehen. Die habe ich jetzt schon zweimal auf Snapchat gezeigt und ja, da kamen wie gesagt ganz viele Anfragen. Deshalb machen wir es jetzt auch hier. Ich schlage jetzt die Eier auf, helfen Lissandro ein bisschen. Aber den Rest macht er schon. Da ist er schon voll der Profi, der Lessi. Und wenn ihr möchtet, schreibe ich euch alle Zutaten mal unten in die Infobox, falls ihr die Muffins nachmachen wollt. Der Lessi hat sich das Ganze jetzt auf Null gemacht. Ne? Wenn eine Schüssel drauf ist, muss man dann natürlich auf Null machen. Und jetzt brauchen wir wie viel Gramm, Schatz? 180. 180 Gramm. Okay, let's go. Mein kleiner Bäcker. Hm, genau, super machst du das. Schön, ne? Wenn man Kinder schon ja, sowas beibringt, wenn sie so klein sind. Also ich finde das ganz gut. Ich glaube, das reicht nicht. Reicht nicht die Butter? Nein. Doch, die Mama sieht es schon. Die Mama sieht es. Kannst ruhig alles reinmachen, Schatz. Mach alles rein. Wir brauchen ja 180 Gramm. Super. Klappt's, Lessi? Ja. Okay. Ich glaube, jetzt muss Mehl und Zucker rein, oder? Ja. Okay. Da steht übrigens noch unsere Leiter, weil ich an unserem Leuchtobjekt die Kugeln abmachen muss. Hoffentlich hilft mir da heute der Max noch, ne? Also, Schatz, da ist Mehl und Zucker. Da ist die Waage. Und wieder schön auf Null, ne? Da hat der Lissandro schon schön alles abgewischt. Ja, da achtet er drauf. So, der Lessi, der hat da jetzt noch Mehl rein und Zucker. Ja, und was noch? Backpulver und Vanillezucker. Genau. Und jetzt verrührt er das und ich verteile schon mal diese Muffinbecher hier. Die habe ich bei DM gekauft. So total süß. Von Profissimo sind die. Ja.
schön verfallen, ne, dass es schön cremig wird. Ja. Das ist jetzt unser Teig und das verteilen wir jetzt in die Förmchen und dann holen wir euch nochmal dazu. Alessandro, der verteilt es jetzt noch oben drauf. Darf er heute das erste Mal machen. Macht er richtig gut. Die Übung macht den Meister. Noch ein bisschen mehr. Genau. So ist es richtig. Und dann verteilen wir das noch. Ja, so. Machst du super. Ein bisschen mehr. Jawohl. Und dann drauf. Schau, umso öfter du das jetzt machst, umso besser wirst du. Ja. Sehr gut machst du das. Ab in den Ofen. Wir haben 200 Grad gemacht und haben ihn vorgeheizt. Ne? Und die müssen jetzt wie lange rein, Schatz? 15 Minuten. 15 Minuten, okay. Auf geht's in den Ofen. Da bin ich wieder. Jetzt kann ich euch endlich zeigen, was mir der Postbote gebracht hat. Und zwar diese Riesenbox hier. Und zwar ist sie von Zalon bei Zalando. Es ist so, dass es eine App ist, die ich testen durfte. Ihr wisst ja, dass ich immer ehrlich mit euch bin und sehr transparent, also ich sage das immer dazu. Ich habe aber gedacht, dass das super gut zu mir passt und ich wollte das unbedingt testen, weil es mich echt interessiert. Und viele von euch wissen jetzt vielleicht gar nicht, um was es geht. Deshalb erkläre ich es euch ganz kurz. Es ist eine Box, in der Klamotten enthalten sind. Also es waren Stylisten am Werk, die für mich Sachen zusammengestellt haben. Und jetzt werde ich das zusammen mit euch öffnen. Ich bin schon super gespannt. Das kann jeder von euch machen. Die App ist nämlich kostenlos. Die könnt ihr euch runterladen. Und dann müsst ihr erstmal ein paar Sachen ausfüllen, also einen Fragebogen zu eurer Größe, zu euren Präferenzen, zu euren Marken, die ihr mögt. Also ich habe zum Beispiel angekreuzt Only, Marco Polo, Tamaris und so weiter. Dann meine Schuhgröße. Dann die Art von Hosen, die ich eben mag. Skinny oder was es halt alles so gibt, ne? T-Shirts, welche Art ihr mögt, mit V-Ausschnitt, welche Röcke ihr mögt, ne? Ob jetzt Bleistiftröcke oder. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten und auch die Preiskategorie könnt ihr wählen, also was ihr für ein T-Shirt zum Beispiel ausgeben würdet und so weiter. Und dann wird euch das zusammengestellt. Ihr müsst euch natürlich auch erst die Stylistin noch aussuchen, da sind verschiedene Bilder. Und dann geht's auf die Reise, beziehungsweise ihr bekommt erstmal eine Voransicht und wenn euch das nicht so gut gefällt, dann könnt ihr das nochmal sagen und dann wird das getauscht. Und jetzt bin ich so gespannt, was darin enthalten ist, denn das Coole ist natürlich, ihr könnt die Sachen gemütlich zu Hause anprobieren und dann mit den Sachen, die ihr schon zu Hause habt, kombinieren. Da könnt ihr einfach mal schauen, hey, das habe ich ja schon im Schrank und das ist halt einfacher, wie wenn man jetzt in einem Geschäft ist, ne? Also so kann man sich das gemütlich zu Hause anprobieren. Falls euch irgendwas nicht gefällt, könnt ihr es natürlich kostenlos wieder zurückschicken. Das ist auch überhaupt keine Frage. Also ihr müsst es natürlich nicht behalten. Was ich daran eben spannend finde, ist, dass da jemand sitzt und sich Gedanken macht und mich natürlich erstmal gesehen hat, weil man muss auch Bilder hochladen von sich und dann sich Gedanken macht und für mich was aussucht. Also ich finde es total spannend, wirklich. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal auf zusammen. Es ist auch so, dass ich euch den Link mal unten in die Infobox packe. Da könnt ihr drauf gehen, könnt euch mal umschauen. Keine Sorge, ich verdiene da kein Geld damit, wenn ihr auf den Link geht und wenn ihr euch die App runterladet, gar nicht. Denn ja, ihr wisst, dass ich immer ehrlich mit euch bin. So, ich habe das jetzt hier schon aufgerissen und jetzt bin ich so gespannt, was drin sein wird. Okay, cool. Ja, da ist so ein Schleifchen dran, hoppala. Und hier habe ich jetzt zwei Pakete. Hier ist die Rechnung. Die Sachen muss ich natürlich auch bezahlen. Ist ja kein Problem. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ich kann es nicht abwarten. Also ich schaue mir die Sachen jetzt mal in Ruhe kurz an, sonst wird das Video zu lang und dann melde ich mich gleich nochmal. Ich habe jetzt alles anprobiert und es hat so viel Spaß gemacht, die Sachen so zu entdecken und zu schauen. Ich zeige sie euch mal ganz geschwind und zwar war zum einen diese Hose hier mit dabei. Die ist so ein bisschen gewachst und das mag ich super gerne. Die ich nämlich habe, die ist nicht mehr so schön, die ist von H&M gewesen und deshalb bin ich ganz glücklich, dass die dabei war und sie passt. Ihr werdet gleich merken, dass ich bei Hosen ziemlich große Probleme habe. Zum Beispiel mit dieser hier. Da gefällt mir die Farbe zwar total gut, aber sie sitzt nicht so schön. Die ist jetzt von Levis und die wird definitiv zurückgehen. Dann war dabei, also es waren zwei Stapel. Auf diesem Stapel jetzt hier noch mit dabei war dieser Pulli hier von Levis mit dem Rollkragen. Gefällt mir total gut. Auch wie er mir steht. Gefällt mir alles super gut, nur ist er halt sehr kratzig und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das bei Benetton und bei Sisley oft so ist. Und außerdem kostet er 60 Euro, was ich eine ganze Stange Geld irgendwie finde. Dann war noch diese
Hose hier dabei von Sisley, die finde ich richtig cool gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich sie behalten werde. Ich glaube, die kostet 45 Euro. Das ist halt so Boyfriend-mäßig geschnitten. Und hier unten so, ne, mit richtig coolen Schuhen kann ich mir die gut vorstellen. Ich glaube, ich werde die behalten. Und dann war noch dieser Blazer hier auf dem Stapel. Den werde ich zurückschicken, weil er mir zu groß ist. Da gefällt mir das Muster sehr gut, aber wie gesagt, ist mir zu groß. Diese Hose hier muss leider auch zurück, weil sie mir nicht passt. Ich finde die Farbe richtig genial, auch den Schnitt, aber ja, sie ist mir zu groß. Dann war noch diese Bluse hier auf dem Stapel, die gefällt mir auch sehr gut. Hier oben mit diesem Joker, hier hinten mit diesen Knöpfen und dann hat es hier so Spitze. Also ich denke, dass ich die behalten werde. Was ich auf jeden Fall behalten werde, ist dieser Pulli. Der sieht so aus und zwar ist es so ein Off-Shoulder und ihr wisst ja, wie sehr ich es liebe, wenn man Schulter sieht. Also ich mag den und der ist auch ganz, ganz weich und der geht vom Preis. Also das ja, ist auf jeden Fall ein Schätzchen. Und dann war noch diese Jacke hier mit dabei und die ist mir aber leider auch viel zu groß. Ja, naja, aber es ist nicht so schlimm. Mir ging es ja eher um diesen Spaß und um zu schauen, was ich so zugeschickt bekomme, denn es sitzt ja jemand dahinter, der sich Gedanken macht und ja, also das fand ich so als Experiment richtig cool und ich werde es definitiv wiederholen. Ein paar Sachen sind ja auch dabei, die ich behalten werde, also wie gesagt, ich muss sie ja auch bezahlen. Ich finde es sehr spannend, vielleicht gerade für Frauen, die so ein paar Schwierigkeiten haben, noch zu entscheiden, was ihnen steht, was ihnen passt, vielleicht sich auch nicht so trauen, also da finde ich, ist das eine gute Idee? Vielleicht kommt man ja auch nicht so in eine Großstadt, wo Geschäfte sind. Kann ja alles sein. Ne? Da ist so ein Service ganz praktisch. Oder, wie für mich, einfach mal was Neues auszuprobieren. Ne? Wie so ein Experiment zu machen. Also ich fand es total spannend und wollte euch das jetzt unbedingt zeigen. Ich bin immer noch total begeistert. Ich glaube, man sieht es. Und jetzt muss ich damit aber erstmal Schluss machen. Ich räume das jetzt alles weg, verpacke das alles, was ich nicht behalten werde und schicke es natürlich wieder zurück. Ich muss nämlich jetzt den Gianluca von der Schule abholen und meine Muffins sind jetzt, glaube ich, auch fertig. Der Alessandro ist bei einem Kumpel. Jetzt beeile ich mich, genau, damit ich nicht weiter hier im Stress bin. Ich habe es gestern Abend leider nicht mehr geschafft, weiterzumachen. Der Baum, der sieht echt total traurig aus, ne? Den muss ich jetzt noch entsorgen, also ich trage den dann noch raus und mache alles schön sauber, zeige ich euch dann noch. Hier war ja das Kletteisen, das hatte ich euch gezeigt. Und hier wollte ich euch noch zeigen, was mir meine liebste Lieblingssteffi geschenkt hat. Und zwar habe ich mich total gefreut. Es ist so schade, dass ihr das nicht riechen könnt, denn das duftet so, so gut. Und hier habe ich so ein Teilchen bekommen für mein iPhone. Und zwar kann man sich das dann so dran klemmen, also hier so das Handy dran, ne? Und dann habt ihr so eine Leuchte, dann habt ihr eben besseres Licht für Fotos, gerade für Instagram ideal, finde ich richtig praktisch. Dann hat sie mir noch einen Lipgloss geschenkt, da habe ich mich total drüber gefreut, und zwar von Dior. Den habe ich jetzt schon in meiner Handtasche, deshalb kann ich ihn euch nicht zeigen. Ich zeige den euch dann das nächste Mal. Jedenfalls ist er pink und ich liebe den total. Die Steffi weiß eben, dass ich pink liebe. Dann hat sie mir hier noch so eine Schokolade rein und so Flügel. Ein ganz, ganz toller Brief war mit dabei, der sehr lang war, sehr, sehr persönlich. Ich habe echt geheult und ja, da habe ich mich natürlich total gefreut. Hier dann noch so eine Schachtel mit so einem kleinen, kleinen Teil. Ich weiß gar nicht, wie die sich nennen. Wie nennen die sich denn? Jedenfalls ist da ein Lied drauf mit einer ganz, ganz tollen Melodie und dazu hat sie mir auch einen ganz tollen Text geschrieben. Da habe ich mich auch riesig gefreut. Und hier habe ich noch was richtig Schönes, das wollte ich euch auch noch heute in meinem Video zeigen. Und zwar ist es von der Firma Greenow. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Hier könnt ihr schon sehen, in verschiedenen Sprachen steht da was drauf. Und zwar auf Deutsch, gute Fahrt, bon viaggio, drive safe. Und den Rest lese ich lieber nicht vor. Vielleicht könnt ihr euch schon vorstellen, was jetzt da drin ist. Und zwar, jetzt hoffe ich, dass ich das mit einer Hand schaffe, ein Schlüsselanhänger. So sieht das Ganze aus. Moment, ich hab's dann auch gleich. Ihr könnt schon sehen, die Verpackung ist super edel, ideal zum Verschenken. Und apropos Verschenken, da kommen wir gleich dazu. Und zwar ist es so, dass ihr hier einen kleinen Engel habt, ein Kleeblatt mit einem Herz drauf und ein kleines Schweinchen. Wartet, ich hol's mal eben raus.
Und bei dem Schutzengel ist es so, dass der reflektiert. Und wenn man Schutzengel hört und Schlüsselanhänger, denkt man eben vielleicht gleich an die Leute, die vielleicht gerade ihren Führerschein gemacht haben oder sich ein neues Auto gekauft haben oder ein gebrauchtes, was auch immer. Jedenfalls ist es ein idealer Schlüsselanhänger meiner Meinung nach, um ihn zu verschenken. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich ihn euch zur Verfügung stelle sozusagen. Ich werde den verlosen an eine von euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich finde den super edel. Die Verarbeitung ist wirklich toll. Also ich bin sehr, sehr begeistert von dieser Marke. Und ich habe mir überlegt, da mein Max ja vor kurzem den Führerschein gemacht hat, also das begleitende Fahren hat er ja gemacht, das BF17 nennt man das heutzutage, dass ich ihm diesen Schlüsselanhänger auch noch bestellen werde. Und zwar kann man den bei Amazon kaufen. Den Link, den kann ich euch mal unten in die Infobox setzen. Ich habe den eben nur zum Testen zugeschickt bekommen. Ich habe ihn mir genauer angeschaut. Ich finde, dass die Qualität top ist. Ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Und weil ich euch auch eine Freude machen möchte, habe ich mir eben überlegt, dass ich ihn euch schenke. Denn es ist auch wirklich ein ideales Geschenk für Freunde. Also es ist ja auch ein Symbol für Freundschaft. Und ja, meine Community, ihr gehört ja zu uns und ja, zu mir und meiner Familie. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich euch das zukommen lasse. Die Firma Krenow, das wollte ich euch noch sagen, die hat auch noch andere Produkte. Da habe ich mich auch mal ein bisschen umgeschaut. Und zwar haben die zum Beispiel diese Mikrofasertücher. Super interessant. Jetzt gerade erst bei meiner letzten Putzroutine hatte ich euch ja erzählt, dass ich Mikrofasertücher total gerne mag. Und da werde ich mir auch mal welche kaufen. Eben von dieser Firma Krenow und werde die testen und dann werde ich euch darüber berichten. Genau. Und alle Teilnahmebedingungen zu diesem wunderschönen Schlüsselanhänger schreibe ich euch unten in die Infobox. Ich werde den jetzt nochmal richtig schön hier reinpacken und pack euch das ein, mache euch noch eine Schleife drum und dann verschicke ich das an euch. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier soweit Ordnung gemacht. Der Baum ist draußen und hier liegt die Bella. Das ist ihr Lieblingsplatz. Sie beobachtet hier nämlich eigentlich alles, was da so abläuft. Wenn der Postbote kommt und so, beziehungsweise wenn die Katze von den Nachbarn da rumschlawenzelt bei uns im Garten, da ist sie immer hier am Start. So, also ich hoffe, dass euch mein Vlog gefallen hat, der heute etwas länger ging. Sorry dafür. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Die Bella will spielen. Also macht's gut. Tschüss.